Genau, YouTube-Kultur, was da halt so alles ist. Und da wollte ich eben sagen zu diesem Video, dass es eben eigentlich fast eine Schande ist, möchte man sagen, wenn man dazu aufrufen muss, hey, schreibt doch mal nette Sachen, hey, seid doch mal nett zueinander, bitte. Und hey, lasst euch doch mal leben oder gönnt euch doch mal ein schönes Leben auf YouTube und nicht immer nur Hater und Flame-Kommentare oder wie das ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielen Dank an meine Leute. Da habe ich nämlich extremes Glück gehabt und da bedanke ich mich auch sehr dafür, dass das nämlich hier bei mir anders ist. Ich eben keine Hater habe, Leute habe, die mich unterstützen und Leute, die das gut finden, dass ich mache. Und dafür nochmal sehr vielen Dank an euch. So, jetzt können wir... Ja, das sieht doch schon mal ganz snackisch aus. So, jetzt nehme ich die nochmal mit hier. So. Genau, jetzt pflanzen wir die einfach mal dahin. Und ja, sehr vielen herzlichen Dank für die ganze Sache. Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man, oder heutzutage nicht mehr selbstverständlich, ich rede jetzt da wieder wie ein alter Opa daher, aber so ist es gar nicht gemeint. Mist, jetzt habe ich gerade ein Eisen zu wenig dabei, weil ich wollte mir noch ein paar Scheren machen. Jetzt rede ich schon wieder so wie ein alter Opa daher, von wegen, ja, früher war alles besser, da waren wir alle nett, das stimmt doch gar nicht. Aber heute das Ganze mit den YouTube-Kommentaren, man sieht es bei den ganzen größeren Leuten oder bei den Leuten, wo halt einfach mehr auf der Seite, auf dem Channel los ist, ja, von wegen, du Opfer oder die ganzen Hate-Sachen, du bist scheiße, einfach so mal pauschal, einfach mal rausgeballert, die Aussage, obwohl halt überhaupt keine Kritik, kein Zusammenhang herrscht. Das finde ich einfach nur schade. Und darum möchte ich halt einfach gerne mal noch, wie gesagt, nochmal Danke sagen, dass es bei mir halt eben anders ist, dass ich das große Glück habe, dass ich eben da Leute um mich rum habe, die das anders sehen. Und deswegen fühle ich mich jetzt hier auch so gut dabei mit dem, was ich tue. Dass ich einfach sagen kann, hey, ich bin einer der wenigen, die wo sich nicht mit dem ganzen Scheiß rumplagen muss. Hey, hey, erste Kommentare, hey, ich bin der Coolste, hey, du bist ein Arschloch und so weiter. Das finde ich wirklich toll. Und da nochmal sehr vielen herzlichen Dank. Und ich kann mich der Meinung bloß an, oder der Aufruf von Gronkh, also wer es gesehen hat, der wird es wissen, kann ich mich nur anschließen. Schreibt doch einfach mal was Nettes unter die Videos. Und nicht einfach, hey, du bist kacke oder sonst was. Es kann ja ruhig Kritik sein. Das ist sogar erwünscht, wenn Kritik angebracht wird. Oder gute Kritik. Weil nur mit Kritik kann man was verbessern, kann man was verändern. Weil wenn gesagt wird, hey, das ist... Oder das gefällt mir jetzt nicht so gut oder sowas. Na, das war viel zu viel. Verdammte Angst. Nur wenn gesagt wird von wegen, ja, das ist jetzt nicht so gut, was du da gemacht hast. Oder so und so kannst du es vielleicht besser machen. Das wäre dann einfach eine schöne Sache. Oder ist eine schöne Sache. Weil damit kann man dann auch arbeiten und damit kann man... Und da hat man dann halt auch eine Handhabe, dass man sagen kann, ja, ich verbessere mich, ich mache meine Videos besser und ich sorge dafür, dass dann alle mehr von haben. Also ich bin ja sowieso so ein großer Freund dieser Aussage oder dieser, ja, Mentalität schon fast. Es sollen Mehrwert für alle haben, nicht bloß für einige wenige oder bloß für einen selber, sondern halt wirklich für alle, die da dabei sind bei irgendwas. Und das ist jetzt egal, ob das Ganze jetzt im beruflichen Umfeld ist oder ob das jetzt im privaten Umfeld ist. Es soll halt einfach so sein, dass man, ja,
dass jeder einen Mehrwert davon hat. Dass jeder, wie so, ja, Thema Anglizismen und so, eine Win-Win-Situation, dass jeder halt rausgeht und sagt, hey, das gefällt mir, das ist toll, und dass halt jeder mit der Sache, die wo gemacht worden ist oder mit der man sich arrangiert hat oder arrangieren musste, gibt es ja auch, dass man, da bitte nicht runtersegeln, dankeschön, dass man sich da mit irgendwelchen Sachen einfach abfinden muss, weil man nicht erinnern kann, sei es vom Chef diktiert oder von Eltern oder von wem auch immer, und dass man da halt eben schaut, wenn man gerade in der Position ist, um solche Sachen zu diktieren, dass man da halt einfach eben schaut, dass da jeder was davon hat, dass da halt geschaut wird, ja, ich habe jetzt zwar meinen Teil rausbekommen, aber dass der andere dann halt nicht sagt, ja, oder sagen muss, hey, das war jetzt total für mich null Nährwert und null Mehrwert und das macht mir überhaupt keinen Spaß oder keine Freude und ich habe gar nichts davon, sondern ja, das ist halt einfach für alle was bringt. Und das ist eben so der Sinn von guter Kritik. Also nicht, hey, du bist scheiße oder so, sondern einfach sagen, hey, dein Video hat mir jetzt nicht so gefallen, weil, oder wenn du das und das ändern würdest, dann wäre das Video richtig cool. Also jetzt, um beim Beispiel YouTube zu bleiben, ich muss aufpassen, wie ich mit der Schere hier hantiere, weil die schnippelt da gerne sehr viel weg, auch was ich nicht hätte halten wollte. Ja, schon wieder ein M, ich weiß. So, ich wollte mich jetzt hier ganz kurz beim Baum mal konzentrieren, zur Abwechslung. Weil ich bin jetzt nicht so der begnadete Baumhausbauer, aber ich hoffe, das wird sich in nächster Zeit noch geben. Ich habe das jetzt hier zumindest noch nicht in den Schnee gemacht, weil die Bäumchen hier, die sind ja da auch ganz anders. Ja, so viel eigentlich nur zum Thema Win-Win-Situation. Ist schön, wenn alle Leute von irgendeiner Entscheidung, von irgendeiner Sache, was alle was mitnehmen können. Und nicht nur 1, 2, 3, 5. So, und jetzt bitte runtersegeln. Das ist gesund. Wie spät haben wir es denn? Ach, ich sehe es gerade gar nicht. Naja, egal, wird schon nicht so spät sein. Mann, kennt ihr das auch? Ihr habt jetzt endlich mal die Möglichkeit, einen schönen langen Sermon zu erhalten und dann wisst ihr ums Verrecken nicht mehr, was ihr eigentlich genau sagen wolltet. Also so geht's jetzt mir gerade. Ich versuche jetzt einfach bloß irgendwie wieder was zu sagen, damit ich wieder auf das Thema komme, weil ich eigentlich immer ansprechen wollte. Vielleicht wäre mir am besten damit gedient, wenn ich einfach mal konzentriert bauen würde, anstatt da bloß rumzulabern, aber das ist dann für euch langweilig. So. Ja, die ganzen Jahresgeschichten und so weiter. Das mache ich eigentlich ganz gerne, so einen kleinen Jahresrückblick, was haben wir gemacht und was haben wir erreicht, was waren unsere Ziele, was davon konnten wir realisieren und alles. Da bin ich immer so ein ziemlicher Fan von der ganzen Sache, weil man dann halt einfach dann selber auch mal sich kontrollieren kann und sagen, wie bin ich denn selber im Vergleich abgeschnitten oder wie habe ich selber im Vergleich abgeschnitten. Das wäre dann auch ist dann auch immer sehr hilfreich, wenn man sich dann einfach mal in Relation sieht, in ehrliche Relation, sage ich jetzt einmal, und nicht in der, ich will jetzt nicht sagen, in der Relation von Arbeit und Schule, weil das ist ja dann auch wieder komplett anderer Maßstab. So, und jetzt muss ich langsam zurück, bevor mich hier die lieben Viecher überraschen. Naja, toll. Ich habe vergessen, dass ich mir jetzt eine Rüstung gebaut habe. Da darf ich solche Schoten nicht mehr so oft machen. Genau.
Mann, echt schlimm heute. Ich rede die ganze Zeit irgendeinen Scheiß und vergesse dann immer das, genau das Thema, um das ich eigentlich reden wollte. So, und du rennst jetzt nicht mehr raus, sonst wirst du geschlachtet. Ja, komm. What? Ach, ist ja cool. Ein Ei geworfen und zwei sind rausgekommen. Ach, schöner Pack. Na, ich freue mich. Haben wir wenigstens einen größeren Eierlieferanten. Obwohl mir eigentlich noch immer schleierhaft ist, was wir eigentlich mit den Dingern machen sollen. Weil effektiven Nutzen haben sie außer für Kuchen keinen.